Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore 1. Solche Fortschritte gemacht. So ganz verstanden habe ich es eigentlich noch nicht. Aber ich habe Folgendes getan. Und zwar, wenn man ruhig drüber nachdenkt, wird einem eigentlich bewusst, dass je nach Drücken dieses Schalters ist entweder dieser Teleporter da oder dieser. So, und dann kommt man entweder hier raus oder hier raus. So, dann habe ich dann mit diesen Türen darum experimentiert und mit diesen Platten. Also irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass wenn ich dort drei oder mehr Gegenstände rauflege auf so eine Platte, auch wenn es visuell scheinbar keinen Unterschied macht, macht es trotzdem einen Unterschied, wenn man die Hebel da drückt. Und ja, irgendwann war es dann so, dass diese Platte gedrückt schien, obwohl nichts drauf war. Und dann bin ich raufgelaufen und runtergelaufen und konnte in diesen Teleporter rein, den wir noch nie waren. So, und sind dann dort gelandet. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. So richtig verstanden habe ich es nicht. Aber wir haben hier so ein... Okay, dann haben wir jetzt zumindest mal einen Weg zurück, weil dort jetzt offen ist. Na gut, da ist noch zu, aber okay. Rein theoretisch könnten wir wieder zurück. Ich habe da diverse von unseren Knochen gelassen. Ich glaube auch so eine Ölflasche. Wir haben Platz im Inventar. Ich hoffe, nichts zurückgelassen zu haben, was wir noch haben müssen. Ja. Knöpfchen, Türchen. Oh, oh, Brutzel. Nein, nein, nein. Dagegen. Da ist noch so ein Ding. Da ist immer noch so ein Ding. Geh mal kurz einen Ticken zurück und hauen uns mal aufs Ohr. Oh, oh. I feel dizzy. Wow, das kann ratzfatz mal ins Auge gehen, dass da... Wird. Es wird. So, dann spitzen wir mal noch, was hier rechts ist. Sobald es brutzelt, müssen wir zurückbrutzeln. Das ist Fakt. Okay. Okay, das ist so groß und ich bin nicht im Kreis gelaufen. Okay. Eine Truhe, da sind wir noch dabei. Konrad. Einen Todesstock nehmen wir mit, wir haben Platz. Ginseng nehmen wir mit, wir haben Platz. Georges Schild. Ja, 97. Mit. Ja, Bannons Reserve. Und ein gelber Schlüssel. Todesnebelschriftrolle. Juhu, neuen Zauber. Also so weit war ich definitiv als Kind noch nicht. Aber wir haben einen neuen Zauber. Hm, empty. Okay. Ein Schlüssel und einen Zauber haben wir. Alles klar. So, dann sind wir hier zuerst mal durch. Stück zurück. Dann sind wir in dem Gang. Wir stehen noch auf Stromschlag. So, da hatten wir gedrückt. Wir machen mal hinter uns die Tür zu. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ja. Oh, was ist das? Das sieht besonders aus. Oh, okay. Mitteilung. Activate and replicate. Aktivieren und nachbilden. Okay. Was ist das da? Kann ich da irgendwas duplizieren mit? Nee.
Activate and replicate. Aktivieren und nachbilden. Was nachbilden? Ich habe so das Gefühl, dass da so uns irgendwas sagen, aber ich verstehe es noch nicht. Behalten wir mal im Hinterkopf. Moment mal, da ist doch so ein Dreieck. Wir schauen mal noch weiter, ob wir irgendwie so ein Dreieck sehen oder sowas. Vielleicht hat es was mit den Bodenplatten zu tun, da kommen wir vorerst mal nicht mehr zurück. Okay. Und ich höre es Britzelbratzel. Da ist wieder ein Handabdruck. Ich bin bereit, falls es brutzelt. Und ich habe das Gefühl, der Gang ist ein Stück weit endlos. Gehen wir jetzt erstmal nochmal zurück und schauen mal noch da oben, was es dort gibt, bevor wir jetzt da einen Kilometer laufen. Oh, ich habe dich gesehen. Mana voll machen. Weiter geht's. So, dann gehen wir. Wenn da oben jetzt noch eine Platte wäre, hätten wir zumindest mal ein Dreieck um. Ist das vielleicht das gemeinte Dreieck da? Dieses, das da, hier so, da so? Doch, weil in der Mitte... Beides ist eher, glaube ich, umgekehrt zu sehen. Moment, wir gehen nochmal dahin zurück, dann erkläre ich euch, was ich glaube, verstanden zu haben. Jetzt schauen wir uns erstmal noch kurz hier. How shocking! Oh. Okay, das hatten wir so auch noch nicht. Oder ist das diese Einkerbung, die man auf dem Bild sieht? Ah, wir schauen mal hier fertig. Es ist, glaube ich, dann doch wieder anders, als ich dachte. Aber das sind wir ja gewohnt. Ja, da sind auch wieder so Britzeldinger. How shocking! Ja, Bakate, man muss nicht immer die Finger in die Steckdose stecken. Auch wenn jemand sagt, man soll es tun. Muss man nicht. Da sind nochmal so Dinger. Ah, da ist das Dreieck. Okay, ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen sollen. Aber es hat jetzt irgendwie Klick gemacht. Wo war jetzt dieses Altarding? Ich bin natürlich falsch gelaufen. Wieso sind die Türen jetzt wieder zu? So. Denn da diese Einbuchtung. Da ist was Rotes drin. Und dieses Dreieck. Das könnte hier diese Einbuchtung sein, wo hier dann das Rote wäre. Und hier sind diese drei Ecken von dem Dreieck. Oder vielleicht ist das hier auch irgendwie diese Einbuchtung. So, aber was sollen wir jetzt hier aktivieren und nachbilden? Activate and replicate. Wir haben jetzt den Schalter aktiviert. Können wir diese Dinger da irgendwie mit Blitz vielleicht aktivieren? Dass da wie heißt das noch? So ein Blitzbogen, Leuchtbogen, was auch immer. Zu nah dran, okay. Mal mit mehr Power. Nee. Das. How shocking! Nichts mit dem zu tun. Mach mal wieder Mana voll. Shocking.
Kater macht's immer wieder. Ich sag, steck die Finger in die Steckdose, aber Kater macht's. Oder vielleicht müssen wir den Knopf auch entdrückt lassen, um dort was zu machen. Oh. Ja, ja. Das ist noch so ein Viech. Sehen aus wie ein Pixelfehler, die Viecher. So, wenn wir den Knopf neben der Nische nochmal entdrücken. Hier kommen wir zuerst mal nicht rein. Dann kommen wir aber auf der anderen Seite rein. So, hier müssen wir reinkommen mit dem Knopf, genau. So, wenn wir den entdrücken, geht unsere Laterne endgültig aus. Ja, da so. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Im Grunde kommen wir, glaube ich, auch nur in diese Richtung dort wieder raus. Ich glaube, das ist als Einbahnstraße konzipiert. Vielleicht will das Spiel uns sagen, dass wir hier zuerst irgendwas aktivieren müssen. Oder müssen wir die Statuette dort reinlegen? How shocking! Weil wir kommen jetzt nämlich von der Seite nicht mehr rein. Und würden wir zur anderen Seite rauskommen, wenn wir mal drin sind? Ich glaube mal nicht. So, und so kommen wir da rein. Die Tür geht zu. Genau, und da kommen wir auch nicht mehr zurück. Also ist da eine gewisse Reihenfolge im Spiel. Lassen wir mal die Statuette hier. Ja, da ist ja auch ein roter Punkt. Verändert sich nichts? Oder muss man dort das Richtige reinlegen? Dann, aber da verändert sich nichts. Haben wir sonst noch irgendwas Besonderes? Was jetzt halt auch mit diesem Zustand des Spiels zusammenhängt. Ein Schlüssel? Nee, bei dem Schlüssel glaube ich eher nicht. Wobei Replicate, dass man dann zwei Schlüssel hat, das könnte natürlich auch sein. Aber die Statue macht ehrlich gesagt noch am meisten Sinn. Okay, wir können nur in die Richtung weiter. Also würde ich halt sagen, dass wir zuerst hier aktivieren müssen und dann unten und dann die andere Seite. Wir machen mal den Todesnebel. Oh. Das war echt spooky. Aber wie aktiviert man das? Feuerball? Ich schicke euch mal eine Mini-Pause. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt noch tun soll. Ich hole mir einen Kaffee, probiere dann hier rum und dann sehen wir uns in 3 Sekunden. Ja, so, da bin ich wieder. Ich habe keine Ahnung, wie man hier das aktivieren soll. Ich habe es nicht rausgefunden, aber vielleicht kommt hier unten noch irgendwas, was uns dabei weiterhilft, was wir dafür benötigen. Also ich habe noch keine Ahnung, was wir dort machen müssen, sollen, können. Wir behalten das mal im Hinterkopf und gehen mal diesen langen Gang da entlang, wo wir schon mal angefangen hatten. Und schauen, wo wir dort rauskommen. Ist hier keine Hebel unterwegs. Hauptsache mal ein mega langer Gangspiel. Danke. Okay, der Gang hat ein Ende und wir sind wieder am Anfang. Noch nicht ganz. Wie auch immer. Schlüsselloch. The key doesn't fit. Das ist noch so ein Ding. Irgendwas hat sich jetzt getan. Supi, jetzt
können wir wieder zum Anfang. Oder hätten wir den goldenen Schlüssel duplizieren müssen? Also da oben in dem Fach da? Oh, ich habe jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl. Naja, keine Ahnung. Wenn ja, bin ich ziemlich lost. Wir schauen mal, wo wir jetzt hier überhaupt noch alles hinkommen. Wir haben ja hier noch diverse Dinge, zumindest hier unten noch ein bisschen was nicht aufgedeckt. Weil ansonsten wird es halt so langsam übersichtlich. Vor allem hier ist noch so viel frei. Da ist noch ein Stückchen. Ah, da war ein Hebel. Wow, eine Salbe. Danke, Spiel. Wollte ich schon immer mal haben. Also bis auf dieses Rätsel sehe ich jetzt nichts, was offen wäre. Ah, ich habe noch nicht versucht, ob wir das eine Schloss vielleicht knacken können. Aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Oh, super. Das war eine Einbahnstraße. Spiel, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist eine Einbahnstraße. Das ist Kacke-Spiel. Okay, dann ja. Gehen wir halt wieder außen rum. Darf ich das Ganze als ein bisschen unnötig bezeichnen? Was sagt ihr dazu? Fürs Brutzeln. So, dann konnten wir hierhin, dahin, weiter. Zumindest das konnte ich mir merken. So, dann gehen wir hier weiter. Hinter uns geht die Tür zu. Tür auf, Tür zu. Nein. Dann auf. Oh Mann, ich hoffe, dass wir jetzt direkt da wieder... Oh mein Gott, Spiel, das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, Spiel möchte, dass ich euch zeige, was ich getan hatte. Da liegen noch die ganzen Gegenstände. Oh mein Gott. Da muss ich das jetzt erstmal... drücken, drauflegen. So, keine Ahnung. Ah ne, die... Ach so, die Tür ist ja jetzt offen. Aber das bringt mir gerade nicht so viel. Ich mache so, wie ich es vorher gemacht hatte. So, dann hatte ich diesen Teleporter weggemacht, bin in diesen gegangen. Dann ist man nämlich auf der anderen Seite. Da ist der restliche Kram. Diesmal lassen wir bitte hier irgendwas anderes. Ja, brauchen wir die Rätselschriftrolle noch? Ich glaube nicht, das haben wir eigentlich gemacht. So. Dann bin ich wieder zurück in den Teleporter. Dann... war ich eigentlich hier in... So funktioniert das jetzt nicht. Weil da sah es nämlich so aus, als wäre der gedrückt. Oh,
Beispiel, wir laden nochmal den Zustand zu Beginn. Also so ungefähr ging das irgendwie. Wie ihr merkt, habe ich es nicht 100% verstanden. So, diesmal gehen wir nochmal den Gang entlang. Und immer noch den Gang entlang. Stoßen uns kurz die Nase. So. Und dann hatten wir... Können wir das knacken? Weil in das andere hatten wir ja den Schlüssel gesteckt und hier... Genau, der hat hier nicht gepasst. Versuchen wir noch unsere Relikte. Nein. So, Konrad. Kann nicht geknackt werden. Ich habe immer noch Sorge, obwohl, wenn wir den duplizieren und er passt ja dort nicht. Nee, das wird keinen Sinn machen. So. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Denn das war jetzt eine Einbahnstraße. Können wir nach unten wieder zurück? Nein, können wir nicht. Aber wir haben ein schabendes Geräusch gehört, als wir hier den Schlüssel reingemacht haben. Aber das war wahrscheinlich nur diese Geheimtür, die sich aktiviert hat. Die war nämlich vorher, glaube ich, nicht da. So, dann hatten wir doch irgendwo die Nische da. Hat eine Salbe bekommen. Vielleicht ist die Salbe jetzt auch wichtig, weil wir die da freischalten können. Wir können noch mal beim Heerführer vorbeischauen, aber ich glaube nicht, dass sich dort was getan hat. Nee. Also steht und fällt alles mit dem da. Aha. Das ist ein Schimmer einer Ahnung. Können wir hier wieder raus? Vielleicht fehlt uns draußen irgendwas. So, jetzt sind wir wieder bei der Stadt. Dort hatten wir ja hier auch noch irgendwo Schlösser, die noch nicht aufgesperrt waren. So, wir sind wieder in der Stadt. Sind die Verkäufer noch da? Also hier unsere Apothekerin und der Bogenmacher. Stadtrat war ja verlassen. Vielleicht haben wir hier in der Stadt irgendwas übersehen. Oh, hi. Immerhin noch ein bisschen Nahkampf trainieren. Das kann auch nicht schaden. So, hier, das ist eins der nicht geknackten Schlösser. Und ich glaube, das kann man nicht. There's no way to pick this lock. Genau, die hatten wir beide schon probiert. Ich glaube, hier was. This is already unlocked. Ah, nee, das hatten wir auch bekommen. Aber so eine olle Axt. Und einen Häuter. Aber auch sonst nichts. Ich bin einfach richtig los. Wir gehen mal schauen, ob der Bogenmacher noch da wäre.
weil die Stadt ja eigentlich als befreit gilt. Nur hat man das den ganzen Orks noch nicht so deutlich gesagt. Sterbt. So schnell. Danke. Upsi. So. Bogenmacher war oder ist hier? Er ist noch da. Have you a need for my stock? We'll browse a bit again if you don't mind. Ja, aber von ihm müssen wir eigentlich nichts haben. Good luck and happy hunting, my friends. Dann ist die Victors Waffen. Aber da kann Victor jetzt ja eigentlich nicht mehr sein. Da er ja jetzt für die Schwarze Armee arbeitet. Hatten wir das schon mal geknackt? There's no way to pick this lock. Nee, das kann man nicht öffnen. Moment. Victors war das Graue. Eine andere Richtung. Zack, nach Süden. Und dann hier, glaube ich. Ah, nicht ganz. Aber. Hi. Bleib doch mal bitte stehen. Weglaufen, zwecklos. Ja. Ja, das macht auch Sinn, dass die Tür verriegelt ist. Denn Victor ist ja jetzt. Irgendwo, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir noch zur Apothekerin zurück. Ja, die Wache ignorieren wir jetzt mal. Und dann da so. Die ist auch noch da. Is there something else I can do for you? We're still seeking ingredients for the elixir. Can I see your recipe again? Das stimmt nicht. So long and good luck. Konrad? Wir haben das Elixier. Hat er wieder vergessen. Moment, ich muss mal kurz gucken, wie lang der erste Teil der Folge ging. Kurz raustappen. Und Aufnahmen schauen. Und die Berechnungen sagen, dass wir jetzt in die Pause müssen. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Keine Ahnung. Verbringen hier noch ein bisschen Zeit und irgendwann geht's schon weiter. Bitte Daumen drücken und bis gleich.